Ein lang gehegter Traum ging für die leidenschaftlichen Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Moosbrunn in Erfüllung. Denn sie erhielten ein neues Zuhause im frisch renovierten Musikheim. Nach der Heiligen Messe wurde dieser Freudentag mit einem Festakt gefeiert. Mit dem neuen Musikheim hat der Musikverein Moosbrunn endlich ein neues, modernes Zuhause. Die Freude ist riesengroß. Wir haben wirklich jahrzehntelang darauf hingearbeitet, dass wir sowas bekommen. Und ich kann es gar nicht beschreiben, wie groß die Freude wirklich ist. Also jeder von den Musikantinnen und von den Musikanten ist wirklich mit Leib und Seele dabei und mit vollem Einsatz dabei gewesen. Also ja, Schöneres kann man sich gar nicht als Obmann wünschen. In Moosbrunn leben und lieben wir unsere Traditionen, unsere Bräuche, das Miteinander, die Dorfgemeinschaft. Und da ist der Musikverein natürlich ganz entscheidend. Und darum freut es mich so sehr als Bürgermeister, dass wir heute diesen jahrzehntelangen Wunsch des Musikvereins, nämlich nach eigenen Räumlichkeiten, eigenen Probenräumlichkeiten, umsetzen und feierlich einsegnen konnten. Noch dazu, und das ist, glaube ich, auch zu erwähnen, es ist im Ortszentrum. Wir reden immer von Ortskernbelebung und so weiter. Und in dem Fall ein Paradebeispiel für Ortskernbelebung, ein altes Objekt zu renovieren und zu erhalten. Landeshauptfrau Michl Leitner lobte bei der Eröffnung das Vereinsleben und die Bedeutung der Musik. Ich wünsche mir, dass es dem Musikverein gelingt, auch weiterhin viele junge Menschen zu motivieren, dass sie eintauchen in die Welt der Musik, dass sie sich auch einbringen in den Musikverein, in die Blasmusikkapelle, denn das ist eine wichtige Lebensader und ich denke, das wird auch weiterhin gut gelingen, denn da sind so viele junge, engagierte Frauen und Männer mit dabei und die können einfach andere entfachen. Das ist einfach schön, das zu erleben und zu spüren. Möchtet ihr später vielleicht auch einmal mitmusizieren? Ja. Ja, vielleicht. Das neue Musikheim bietet viel Platz für Proben, Konzerte und Veranstaltungen. Land und Gemeinde unterstützen den Bau gemeinsam. Sehr schön. Die Farbgestaltung des Bodens hat mich sehr gut gefallen. Es ist ungewöhnlich, wenn man reinkommt und das Grün sieht, aber wenn man dann drinnen steht, ist das wirklich sehr gut. Und es ist sicherlich auch von der Akustik her sehr gut ausgestattet, wie man sieht. Ein Ehrenzeichen gab es für Peter Kreuz. Der ehemalige Kapellmeister engagierte sich über 30 Jahre lang für die Blasmusik in Moosbrunn. Ich selbst bin sehr stolz darauf, das noch als aktiver Musiker erleben zu dürfen. Nachdem wir wirklich viele Jahre darauf gewartet haben und dank Bürgermeister Paul Frühling und seinem Team ist es gelungen, dieses Projekt umzusetzen. Was sind denn jetzt auch dann die nächsten Ziele, die dieser Verein jetzt generell vertritt? Die nächsten Ziele, also wenn wir jetzt kurzfristig denken, ist einmal die Teilnahme bei der Marktmusikbewertung. Dann im Herbst haben wir dann ein Konzert mit unserem neuen Kapellmeister, das erste. Ja, das sind die Ziele, die kurzfristig, mittelfristig dann da sind. Ich wünsche den Musikerinnen und Musikern viel Freude mit dem neuen Zuhause und dass der Musikverein auch in Zukunft, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch war, in unserer schönen Ortschaft so viel Freude beim Musizieren hat und unser Dorfleben so reich beschenkt.